Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir ein Toucan malen. Dafür brauchst du gar nicht viel, das ist das Gute. Also, ich habe hier einmal meinen Kansen Aquarellblock. Dann meinen Aquarellfarbkasten. Und ein paar Künstlerpinsel. Und dann natürlich das Bleistiftset zum Vorzeichnen. Ein Radiergummi habe ich auch noch, aber naja, das haben wir alle zum Zeichnen, nicht wahr? Und jetzt geht's los. Ich beginne natürlich mit dem Bleistift und versuche erstmal den Schnabel des Toucans zu malen. Ich will diesmal versuchen, dass ich nicht so klein werde, deswegen ja, setze ich da gleich mal oben an, dass ich weit nach unten komme und einen richtig schönen großen Toucan nehme. Oh, siehst schon, ich fange direkt an zu radieren. Ja, passiert, ne? Also erst einmal versuchen, die Formen nachzuzeichnen, dann passt das alles nicht so richtig. Naja, und dann fummel ich mich so durch im Prinzip. Ne? Also Linien korrigieren gehört ja zum Zeichnen dazu. Also wenn was nicht passt oder wenn die Proportionen nicht passen oder wie auch immer, dann gehst du einfach mit deinem Bleistift nochmal rein. Das ist gar nicht schlimm, ne? So ist das gedacht. Und gleich, wenn wir die Linien richtig haben, dann radieren wir auch letztendlich das weg, was wir nicht mehr brauchen, weil wir das mit dem Aquarell nicht unbedingt überdecken können. Und wir möchten hinterher ja möglichst wenig Bleistift in unserem Bild haben. Natürlich, das gehört irgendwie zum Zeichnen dazu, aber ich versuche immer, so viel wie möglich noch aus dem Bild zu kriegen, damit das auch hinterher schön aussieht. So, vorgezeichnet ist mein Toucan jetzt und Bleistiftlinien radiere ich auch schon weg. Ein paar, die ich noch brauche, die mache ich ein bisschen deutlicher, weil wir gehen jetzt mit Schwarz darüber. Und du siehst schon, wenn ich jetzt anfange, hier mit Schwarz reinzugehen, dann versuche ich das Ganze erstmal möglichst hell zu halten. Das heißt, ich arbeite erst einmal mit viel Wasser. Warum? Weil ich dann immer dunkler werden kann, ne? Und dann gibt das auch schöne Schattierungen. Ich brauche erst einmal eine Grundlage und die schaffe ich mir gerade, indem ich mit einem hellen Schwarz, also im Prinzip fast grau, hier reingehe und einmal meinen Toucan nachzeichne. Das alles ist keine Hexerei, ne? Also wir müssen erst einmal versuchen, eine Unterlage zu bekommen, weil wenn ich jetzt irgendwo, ja, ich lasse jetzt bewusst ein paar weiße Stellen, aber wenn ich jetzt irgendwo zu viel weiß lasse, dann scheint das ja immer durch, ne? Deswegen erst einmal mit einem hellen Ton drüber und dann, wenn man nachpinselt, wird es immer dunkler. Ich mache jetzt hier so nass in nass, also diese nass in nass Technik und dann gibt das recht schöne Schattierungen. Ich kann natürlich auch warten, bis das Ganze wieder ein bisschen getrocknet hat. Dann gibt es wieder andere Schattierungen. Ne? So ist das in der Aquarellmalerei. Und dann sieht das natürlich auch schön aus. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, erst einmal gar nicht viel trocknen zu lassen, wieder reinzugehen. Ich möchte hier den Flügel nochmal nachmalen. Das siehst du jetzt schon, der wird ein bisschen dunkler, damit er sich auch absetzt, damit man auch sieht, dass das ein Flügel ist. Ne? Und ja, dann pinsel ich mich jetzt erstmal so durch.
So, jetzt kann das Schwarz erstmal ein bisschen trocknen und ich habe mir hier einen hellen Braunton angemischt, beziehungsweise einen Braunton, den ich jetzt mit viel Wasser versetze und male damit den Ast, auf dem der Tukan sitzt. Ich probiere das Ganze immer auf meinem Zewa-Tuch aus, damit ich jetzt nicht so eine Überraschung habe, wenn ich hier reingehe. Deswegen immer einmal ausprobieren und gucken, ob der Ton auch zu dem passt, was du dir vorstellst und erst dann anfangen zu pinseln. Du siehst, ich mache das jetzt ganz, ganz hell, ne, wieder aus demselben Grund. Auf diese Weise kann ich gleich nochmal drüber gehen und ich habe mehrere Schattierungen da drin. Das macht das Ganze ein wenig realistischer. Wenn du an dieser Stelle noch Bleistiftstriche siehst, das ist wieder nur eine Schicht von vielen, die wir hier noch drüber legen werden. Ich werde erst einmal noch bei dem hellen Ton bleiben und dann immer ein bisschen dunkler werden und dann natürlich an die Ränder gehen und dort dunkler werden. Auf diese Weise verschwindet der Bleistiftton von ganz alleine. Nachdem das Schwarz jetzt ein bisschen angetrocknet ist, kann ich auch schon hier den Schnabel malen und mit dem Orange reingehen. Aber bitte warte ab, bis dein Schnabel so gut wie trocken ist. Ansonsten droht natürlich die Gefahr, dass du das verschmierst. Du siehst, ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwarz rein, aber das ist jetzt nicht so schlimm, selbst wenn er ein bisschen verlaufen sollte, was nicht unbedingt tut. Passiert da nicht viel, weil es eben das Orange darunter liegt, dann ist das nicht so schlimm. Natürlich geht es darum, dass es nicht ineinander läuft, ne? Aber wenn ich so dünner drüber gehe, dann funktioniert das eigentlich gut. Ja, ich halte mich am Schwarzen, also ich gehe wieder ins Schwarze rein, lege dann noch eine Schicht drüber, weil der Tukan ist natürlich so richtig kräftig schwarz und das wollen wir hier auch erreichen. Aus dem Grund muss ich da noch ein-, zweimal drüber vielleicht, bis der schöne schwarze Schattierungen hat und gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, Gefieder, ne? Wenn ich immer wieder nachpinsel, dann ergibt sich so eher so kleine Wassernasen sozusagen und das geht hier schön als Gefieder durch.
Ja, an dieser Stelle wird es jetzt interessant, weil ich gehe jetzt wieder in den Schnabel und mache jetzt ja die unteren Ecken ein bisschen dunkler. Auf dieser Weise gibt es dann noch eine Schattierung, ne? Also das, was man so sieht, so ein bisschen so ein 3D-Effekt. Und das Ganze mache ich oben und unten, damit er in der Mitte auf dem Schnabel wie so einen kleinen Glanzfleck hat, ne? Und das mache ich jetzt nicht nur am Schnabel, das mache ich jetzt auch gleich weiter unten am Ast. Ja, und dann noch mit etwas bisschen Helmfarbe da reinpinseln. Also du siehst, es gibt kein One-Fits-All, ne? Wir müssen immer, ja, gucken, wie das Ganze läuft. Du musst halt einfach die Techniken beherrschen, die das Ganze hier verlangt. Und dann kannst du das immer der Situation anpassen. Ja. Und nochmal hier ein bisschen mit dem dunklen Ton rein. Du siehst, jetzt an dieser Stelle sieht man den Bleistift kaum noch, ne? Also mir ist das immer ganz wichtig, dass man im Endeffekt den Bleistift nicht mehr sieht. Es soll ja schließlich eine Zeichnung werden, eine Wasserfarbenzeichnung, Watercolor-Zeichnung. Und aus dem Grund, ja, da hat für mich irgendwie der Bleistift nichts zu suchen, aber brauchen tue ich ihn doch am Anfang. Ja, wie schon angekündigt, jetzt kommt der Ast nochmal, ne? Ich gehe da wieder oben rein. Du siehst, ich habe jetzt auch die Farbe kaum mit Wasser verdünnt, ne? Und lass das nochmal von oben nach unten verlaufen und sehe zu, dass es da ein paar Schattierungen gibt. Keine Angst hier, einfach ruhig nochmal reingehen, wenn es zu dunkel wird. Ja, auch nicht schlimm, dann malen wir eben nochmal nach. Dann mag es an der Stelle noch dunkler werden, aber dann passt es wieder. Oder du nimmst einfach ein bisschen Wasser und hältst das Ganze wieder auf. Noch ist alles möglich, weil es letztendlich noch feucht ist, ne? Du siehst, ich nehme jetzt hier auch Farbe ohne Wasser. Also diesen Orangeton, der jetzt schön zu dem helleren Orange passt. Dann nehme ich das Auge, da gehe ich jetzt nochmal rein. Das muss ein bisschen mehr rausstechen, ja. Auch das muss jetzt sein. Und dann gehe ich nochmal ganz stark mit Wasser verdünnt in die Stelle, die eigentlich weiß sein soll, ne? Weil die soll nicht so ganz so herauspoppen und zum Rest passen. Aus dem Grund versuche ich das dann immer noch ein bisschen nachzupinseln mit so einem hellen Grau. Ja, einfach ausprobieren, ne? Hab hier keine Angst. Also so richtig versauen kannst du es hier nicht, weil letztendlich ist es so, wie es dir gefällt, genau richtig, ne? Man kann alles machen. Ja, ich habe ja auch hier eine weiße Farbe, also im Notfall könnte ich da auch nochmal reingehen, ne? Also kein Stress, das geht alles. Thank you.
So, mein Tukan ist an dieser Stelle jetzt eigentlich mehr oder weniger fertig. Man kann natürlich immer noch ein bisschen nachpinseln oder noch ein bisschen mehr Schwarz reingeben, dass es wieder noch ein bisschen dunkler wird. Aber für mich soll das jetzt so reichen, mir gefällt das so und deswegen bin ich an dieser Stelle fertig. Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin gekommen bist, dass du dir mein Video angesehen hast. Ich hoffe, du hast Spaß daran und malst auch einen Tukan. Wenn dem so ist, vergiss bitte nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben, vielleicht den Kanal zu abonnieren und ich sehe dich dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!